Hallo, wir wollen Brüche multiplizieren. Das ist ganz leicht, denn wir müssen einfach nur Zähler mal Zähler rechnen und Nenner mal Nenner. Und dann geht die Aufgabe ganz leicht. Das heißt, wir können uns einmal hinschreiben, wie man das aufschreibt. 1 mal 1 und dann 2 mal 3 und dann ist das Ergebnis ein Sechstel und wir sind schon fertig. Wenn man allerdings hier über Kreuz die gleichen Zahlen hat, dann darf man hier kürzen. Das heißt, 3 und 3 sind durch 3 teilbar. Dann bleibt nur noch die 1 stehen. Genauso dürft ihr hier über Kreuz kürzen. Die 2 und die 4 sind beide durch 2 teilbar. 2 durch 2 ist 1 und 4 durch 2 ist 2. Und dann ist die Rechnung viel, viel leichter. Das heißt, das Ergebnis ist dann also nur noch 1 mal 1 und 1 mal 2. Anders hättet ihr gerechnet. 2 mal 3 wären 6 gewesen und 3 mal 4 wären 12 gewesen. Und ihr seht schon, dann hätte man hinterher kürzen müssen. Auf jeden Fall kommt ein halb raus. Also als erstes schauen wir, ob wir kürzen können. Hier kann man nicht kürzen, hier kann man auch nicht kürzen. Man darf immer nur, wenn, dann über Kreuz kürzen. Also müssen wir ganz normal Zähler mal Zähler rechnen und Nenner mal Nenner. 2 mal 4 sind 8, 5 mal 7 sind 35. Was macht man jetzt, wenn man eine ganze Zahl hat? Dann schreibt man sich die einfach als Bruch auf und dann geht die Regel genau wie immer. 3 mal 5 sind also 15 und 1 mal 8 sind 8. Also der Trick ist einfach die Eintel zu schreiben und jetzt sind es 15 Achtel. Die könnt ihr natürlich noch umschreiben in einen gemischten Bruch. Das wäre dann ein Ganzes und 7 Achtel. Umschreiben muss man immer und kürzen muss man auch immer. Und die letzte Aufgabe, ein halb mal 5. Auch hier macht ihr einfach aus der 5 wieder einen Bruch, indem ihr die Eintel dazu schreibt. Und dann geht es einfach nur Zähler mal Zähler. 1 mal 5 sind 5 und 2 mal 1 sind 2. Und das könnt ihr noch in einen unechten, in einen gemischten Bruch schreiben. Dann wären das also 2 Ganze und ein Halb. Genau, so einfach ist Brüche multiplizieren. Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner. Wenn ihr könnt, über Kreuz kürzen. Und wenn ihr mit ganzen Zahlen rechnet, entsprechend als Eintel schreiben. Das war's, euch viel Spaß.